Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 Agrar GmbH auf der nordfriesischen Marsch. Ja, ich repariere meinen ganzen Spaß. Dann ist auch das letzte Pferd jetzt unterwegs zu seinen Aufträgen. Die Wartung hat uns jetzt einiges gekostet, aber macht nichts. Dafür werden wir jetzt richtig abkassiert. Die Drescher sind unterwegs, die Scheibenegge ist unterwegs und der Düngerstreuer jetzt gleich ebenso. Der holt erstmal noch ein bisschen Dünger und dann geht es ran an die Arbeit. Nach langer Zeit geht es endlich wieder für die Flotte los. Mit zwei muss ich noch überlegen, wie und wo und was ich da überhaupt mitmache, weil die sind momentan ein bisschen offen. Denn wenn wir... Aktuell sind die Silage-Missionen, die müssten wir da drin entsorgen, die Ballen. Das möchte ich ungern. Heu, etwas zeitaufwendig, weil wir haben aktuell nur zwei Traktoren. Ansonsten, was mich jetzt interessiert, wie viel würden wir so aktuell spontan kriegen? Oh, fällt 80 Roman. Nehme ich auch einfach mal mit. Das wäre eine Maßnahme. Der 29 pflügt und jetzt habe ich. So, die sind auf dem Weg. Den Ballen werde ich hier drin nochmal los. Jetzt weiß ich, was ich mache. Den Ballen. Rasu veranstaltet. Welchen Auto hast du geküsst? Er fehlt heute und nichts mehr. So auf die Schnelle. So. Hallo. Einmal aufstehen, bitte. Gut geschlafen. Und der erste ist schon mal bei seiner ersten Station da. Beziehungsweise der ist eigentlich hauptsächlich nur da, um Dünger aufzuholen. Aber jetzt weiß ich ja auch, ist mir was Schönes eingefallen, was da eigentlich wirklich ganz gut machen sogar kannst. Und Maschinen hier bei Laune zu halten, zwar dann alle. Wie hat den erwähnt, der Fendt ist dann am Pflügen. Der schnappt sich den Pflug. Ich glaube, leistungstechnisch hat er eigentlich nicht genug. 240 werden offiziell ausgeschrieben. Aber ich muss sagen, das sollte eigentlich ziemlich egal sein. Warte. Sollte eigentlich ziemlich egal sein, denn der ist schwer. Das ist nun mal sein Vorteil. Der 29 ist schwer gebaut. Ich würde sagen, wir schicken den mal zuerst zu 32. Und weil er halt eben schwer gebaut ist, wird er zum Beispiel auch noch sehr gerne einfach Maistransport oder so eingesetzt, weil das hohe Eigengewicht sorgt halt einfach dafür, dass halt extrem gut ziehen kann. Ach, da sind sogar die Kollegen. Ist doch schön. So, nicht, dass ich hier mitten auf der Route stehe. So. Hier können wir uns, glaube ich, hinstellen. Aufklappen. Skandale leuchte an, weil wir müssen nur erst den ganzen Scheiß hier ankuppeln. Und dann kann es gleich losgehen. Also das wird genial. So. Dann geh du mal an den Start. Warte, das war das Falsche. Job erstellen. CPE Feldarbeit. Fangen wir hier unten an. Gut, da ist der nächste da. Kursgenerator 10,8. 2 Runden. Mach einfach 3. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Bitte keine Überlappung. Und der Feldkurs wird generiert.
auch eine Möglichkeit, keinen Abstand vom Feldrand. So, das sollte jetzt passen. Dann kann es jetzt losgehen. Warte, das Pisten will ich auch gerne mitnehmen. Wenn wir hier schon anrücken, dann sollen wir auch so viel mitnehmen, wie es geht. So, der erste ist am Start. Finde ich schon mal prima. Fürs Spielen. Ich lasse dich mal eben machen. So, was war der nächste Bursche? Du warst der nächste Bursche. Das Feld ist zum Glück nicht mehr abgesoffen, also hier können wir keinen Reis mehr anbauen, aber dafür können wir endlich mit der Schadenecke hier drüber fahren. Ich will immer irgendwie ins Falsche. Also, Job erstellen. Da. Da unten 6,8 Meter, scharf. Fangen wir mal auf dem Baden an. Hab glaube ein bisschen weniger Ärger mit. Und am ersten Wegpunkt, also ich wünsche viel Spaß. Du kommst nachher. Feld 32. Job erstellen. Das 24 Meter. Erst die Bahn und die Ecken scharf nach Möglichkeit. Wo ist der Startpunkt? Wahrscheinlich irgendwo da oben. Ne, da hinten. Da fahre ich dir da mal hin. Also ist schon nicht schlecht. Endlich geht die Party ab. Und endlich nicht nur Ballen pressen. Da ist auch das Schöne. Oh, der ist bei Feld 61 angekommen. Das heißt, der kann gleich Feld 81 sogar abdreschen. Wenn er lustig ist. So, ab geht die Party. Seitlichen Versatz raus. So, du musst noch. Du bist mir schon mal angekommen. Musst allerdings gleich noch ein ganzes Stückchen fahren. Die ich nehme ich immer eben kurz raus. Du sollst noch eben ein bisschen warten. So, gibt es sonst noch was? Ja, der ist auf dem Weg. Ja, okay, also ihr seid eigentlich jetzt die Letzten, sag ich mal. Und weil wir wahrscheinlich öfter noch vorbeikommen werden, verlängern wir das Ganze zu Feld 81. Beziehungsweise zum Feld 80, da müssen wir dann gleich noch in 7810 rüber schicken. Und habt ihr jetzt was vergessen? Hier von beiden Richtungen anfahren. Oh. Eben auf Kurs bleiben, eben auf Kurs versuchen zu bleiben. So. Ab. Ah, ja. Feld 81. Machen wir das gleich mit dem anderen Kollegen dann irgendwie ein bisschen vernünftig. Wir wenden einfach mal beim Nachbarn auf den Acker. Der wird sich natürlich nicht freuen, aber
Irgendwie muss ich halbwegs passend stehen, ohne groß durch die Frucht zu fahren. Passiert zwar nicht viel, aber es macht halt ein schönes Gefühl, wenn ich hier einigermaßen an das Ganze hier behandelt, als wäre es dein eigenes. So, dann gibt es für dich auch nun einen kleinen großen Auftrag. Warte, erstmal ein Feld auswählen. Feld 81. 5,3 Meter, lasse ich mal so. 3 scharf, fang auf dem Vorgewände an. Davon sieht es nicht wie scharf aus, aber die Ecke machen wir so selber. Weil das ist ja nämlich erste Kurve. Wie kein Zugang! Erwartet. Na, das werden wir noch sehen. Erntenfeld 81. So. So, und da sind wir nun auf Kurs. Und ab geht die Party. Leider auf dem falschen. Normalerweise fängt man auf der ersten Runde an. Ach so, Dummheit lässt grüßen. Da ist noch immer darauf eingestellt, dass sie zu zweit gleichzeitig dreschen. So, das sollte jetzt klappen. Dann bist du jetzt dran. Du verfeinerst zum einen da hinten den Kurs, zum anderen, haben wir gleich unser Abfuhrgespann hier vorne stehen. Was eigentlich nur noch auf seinen Einsatz wartet. So. Wo ist hier der Anfang? Das war jetzt, glaube ich, verkehrt. Warte, ich bin jetzt ganz bescheuert. So und so. Und dann hier so und so. Das sollte hoffentlich passen. Ja, wird schon hinhauen irgendwie. Dann stelle ich dich mal hinten irgendwo auf dem Acker mal ab. Da störst du, glaube ich, am wenigsten. Und dann machen wir noch die anderen beiden vielleicht noch eben fertig. Und dann sind alle Traktoren fleißig, dann müssen wir uns nur noch irgendwie raussuchen, was wir hier genau mit selber machen. Tätigkeiten. Gepflückt werden muss auf der
Also Roban ist da ganz unten und Pflügen auf Feld 11. Das ist ja quasi gleich nebenan. Dann geh du mal auf die 11. Sollte auch, glaube ich, gerade vorfahren. Aber ich würde dann auch sagen, ich mache die eben kurz fertig. Und schicke die dann los. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und ja, sehen wir uns halt eben hoffentlich auch das nächste Mal wieder. Und dann tschüss. Und bis zum nächsten Mal.